Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist der Cellast Sea Day. Das Wetter ist wieder mal Bombe, der Markt ist leer, keiner unterwegs. Diesmal wieder an einem Sonntag, 11 bis 14 Uhr. Finde ich persönlich sogar besser, da hat man danach wenigstens noch was vom Tag und muss nicht die ganze Zeit denken, oh mein Gott, nachher ist noch Cellast Sea Day. Ich bin wieder mal auf dem Weg zum Strich, da treffe ich dann ein paar andere Konsorten und gestern gab es lecker Burger beim Grillen. Da möchte ich noch mal ein großes Lob aussprechen an den Flo. Der hat gestern die besten Burger der Welt gemacht. Ich habe schon oft selber Burger gemacht, aber auf dem Grill mit den Zutaten so riesen Scheiben Zwiebeln drauf. Das war göttlich. Wenn ich Bilder gemacht habe, blende ich die hier natürlich ein. Und oben müsste dann auch der Flo sein und die Annika. Und wir wollen dann erstmal ein Glücksei einwerfen und die ganzen Levelaufstiege machen, die werde ich dann aber hier beim Video mit einblenden. Also bis gleich am Strich und vergesst euer Glücksei nicht. Boom, und da kommen die Freunde rein. Ihr seht da Koro Sensei, beste Freunde, 200.000 Erfahrungspunkte. Ich stehe immer noch am Strich, 19 Crunchy, 88. Beste Freunde, nochmal 200.000 Erfahrungspunkte. Hab gerade auch das Limit erreicht. Manuelomoni, auch 200.000 Erfahrungspunkte. Dann haben wir noch Hyperfreunde, ein Schild dabei, 100.000 Erfahrungspunkte. Der hat jetzt meins auch aufgemacht. Warum auch immer, eine Aktion reicht ja am Tag. Jetzt müssen wir das mal wegwischen, dass der Rest noch reinkommt. ATX 77. Hyperfreunde, 100.000, Banana im Pyjama, 100.000, Benny 3000 BE, 100.000, Karesima, 100.000, langsam fühle ich mich wie ein YouTuber, Krypto Saphir, 100.000, da habe ich lange drauf gewartet, das ist echt cool immer bei den Buddies und so, CS, FU, 100.000 noch hinterher. Das Tok LP 100.000, Dulli Squad 100.000, so muss er sein. Janis 100.000 Erfahrungspunkte. Jense 100.000 Erfahrungspunkte. Das alles jetzt noch beste Freunde wären. Kiro Hansi nochmal 100.000 Erfahrungspunkte. Loffi nochmal 100.000. Madin XXX, auch nochmal 100.000 und Hyperfreunde. Mario Blitz, nochmal 100.000. Ihr seht, das hört überhaupt nicht auf, also das ist richtig genial. Mirko 0912, nochmal 100.000 dazu. Marshmallow Fluff, keine Ahnung, wie man den ausspricht. 100.000, da wurde ich ja informiert, den muss ich aufmachen. Selva LP, nochmal 100.000. Barbaren-Tobi hat auch geöffnet. Hätte Glücksfreunde werden können. Mit dem bin ich nämlich schon bester Freund. Jetzt kommen die ganzen komischen Meldungen da oben. Aber wir sind fertig mit den Freunden. Laufen jetzt auch los und genießen den Sea Day. So, und das erste Shiny ist natürlich schon da beim Flo. Das wollen wir mal kurz zeigen, wenn man was erkennt. Seht ihr das? Ich hoffe, es ist so hell. 234. Seht ein normales, sieht normal aus und ein unnormales sieht unnormal aus. Hat also so eine Eis-Mint-Farbe, irgendwas. Ist auf jeden Fall auffällig, ihr erkennt es ja immer an dem Zeichen, was dann dran ist. Wir laufen aber weiter und gucken mal, dass wir eins kriegen, was wir über den Bildschirm einblenden können, damit man das richtig sieht. Und da ist das erste Shiny beim Ramses auf dem Weg zur Caritas Gas. Guck mal hier, ne? Da vorne ist nämlich die Kirche, da kommt dann die Caritas Gas. Wir laufen hier und ihr seht nochmal, boom, wieder der Shiny-Glanz. Drumrum leuchte, das werden wir gleich mal eintüten mit einem gelben Ball. Obwohl Cellast, braucht man das eigentlich? Ich brauche was Krasses, ich will was richtig Brutales, so Hornly UC Day oder irgendwas. Wenigstens aus der ersten Generation, dass die mal fertig ist. Das werden sie bestimmt bei einem Käfer-Event oder so einführen. Boom, das erste Shiny Cellast und hat, ja, nix. Schlechte Werte, wie immer. Wir laufen weiter, gucken, was noch so geht. Hier ist noch alles blank, da können wir noch ein paar Pokestops boosten, da werde ich endlich mal meine Lokmodule los, dass ich Platz im Beutel habe. Drücken das mal noch an. Nix, also weiter geht's.
So, 11.29 Uhr und da hat sich noch jemand reingeschlichen, die Veronika Mars, wenn man das so lesen will, auch aufgestiegen zu beste Freunde, gab aber nur 100.000, weil genau jetzt, es ist ja 11.30 Uhr und vor 2 Minuten ist mein Glücksei ausgelaufen und dann hat sie geöffnet, Grüße gehen raus. Nein, das ist ja meine Cousine, mit der habe ich ja vorhin noch geschrieben, die wusste nicht, ob sie überhaupt heute was schafft. Jetzt unglücklich natürlich zum Ende, was, Shiny? Guckt euch den Suchti an, mit 10 Dingern, 766, das sieht doch gut aus. Ja, kennt ihr noch das Ikea-Brett? Habe ich ja sonst immer rumgetragen mit 10 Accounts, aber man gibt das gerne mal ab, wenn andere 100 Accounts haben. Das ist nämlich richtig nice. Kauft euch auch sowas, Ikea-Brett, also Ikea-Tablet-Holder. Passt für alle Lebenslagen auf jeden Fall. Da ist auch der Deferis. Wir laufen jetzt wieder Strich und weiter Stadtrunden, bis das nächste kommt. Da hinten geht's aber ab. Tatütata, das Shiny ist da, denn da ist das nächste beim Ramses. Die fahren anständig, ist ja auch nicht die Polizei. 216 WP jetzt also bei dem und der Flo hat glaube ich auch noch 266 eins. Wo ist es? Ist schon gefangen? 266 mal. Ach, das ist bestimmt großen. Ganz rechts oder was? Nee, auf dem großen. In der Mitte. Gut, das wollen wir euch nicht zeigen. Ihr müsst ja nicht alles sehen. Das fange ich jetzt aber auch mal. Spannende Verfolgungsjagden in Hibu. Die fahren und fangen nichts. Warum drücke ich jetzt da drauf? Das habe ich mal gesehen in einem Video, immer beim Fangen, damit es auch ja drin bleibt. Permanent auf den Ball drücken. Das sind die Lifehacks, die müsst ihr machen. Das zweite also auch im Kasten. Und hier seht ihr schon Hon Liu, ne? Der nächste Sea Day, ich sag's euch. Das wird richtig genial. Das ist schon ein Anzeichen. Da sitzen noch drei, die drücken wir noch durch. Daneben, Rettern, braucht man nicht. Wir fliehen und gehen zum nächsten. Und eben hat sie sich noch beschwert, die Annika. Jetzt hat sie auch ihr erstes Shiny. Da wollen wir gleich mal drüber schauen, wie sie es fängt. Los, wirf mal einen Ball. Oh mein Gott. Aber es ist schon wieder alles dunkel. Aber ich glaube, in Wirklichkeit sieht es dann alles heller aus. Also wunderbar. Boom, da seht ihr die Sterne. Da ist es drin, da ist es gefangen. Wir laufen jetzt auch weiter. Auf dem kleinen Account habe ich jetzt auch schon 3 Stück. Das heißt, halbe Stunde Sternstück ist aus. Das habe ich nämlich vorhin vergessen. Da wechsle ich jetzt durch auf wieder den nächsten. Und mit dem großen mache ich normal natürlich weiter. Mit dem großen spiele ich immer die ganzen 3 Stunden. Mit dem kleinen wechsle ich alle halbe Stunde auf den nächsten, auf den nächsten, auf den nächsten. Dass sie ein paar bekommen und auch mal ein bisschen Sternstaub farmen. Also Sternstück rein und ab geht's. So sieht es also aus, wenn ihr später mal im Caritas angesiedelt seid, weil ihr alt seid, dann habt ihr hier so viele Stops aufgebaut. Ihr setzt euch einfach davor und spielt in Ruhe den Community Day. Ihr müsst euch hier nicht mal bewegen, aus den Stops kommt ja alle 3 Minuten was Neues. Da könnt ihr auch fleißig farmen, Sternstaub mitnehmen. Der Flo macht es schon vor hier mit seinem Brettle, ne? Vor dem Caritas. Wusch. Hat sogar einen Shiny bekommen eben, ne? So, kurze Rast am Strich nochmal, kurze Pingelpause auf jeden Fall. Die Annika hat auch schon ihr 2. Set bekommen mittlerweile, auf dem großen, glaube ich. Ja. Auf dem kleinen, den ich gerade eingewechselt habe, habe ich auch jetzt das erste und auf dem großen habe ich auch das nächste. 234, leider wieder nicht so hoch von den WP, aber es ist ja noch Zeit. Wenn nicht, tausche ich mir wieder das höchste von einem kleinen Account rüber, um das zu entwickeln. Das hat ja alles Zeit, ihr habt nämlich heute 2 Stunden Zeit mit den Entwicklungen, nicht so wie sonst. So, da die Pingelpause sich ein bisschen zieht und die Haare zu Berge stehen, hat der Ramses sich mal gesetzt. Ist aber nicht schlimm, denn das nächste Shiny, das sogar ein bisschen hoch, könnte man sagen, 789, glaube ich, das höchste bis jetzt. Das werden wir natürlich auch eintüten. Zack. Eigentlich bin ich traurig, dass ich jetzt keine Geschenke mehr heute Abend aufmachen kann. Das mache ich eigentlich immer abends, weil vorhin das Limit erreicht ist. Und lauter komische... Ach nee, ich hatte Eier drin. Also heute gibt es keine 7er Eier. Da hätte ich wohl die anderen erst wegbrüten müssen. 789. Wir bewerten das auch mal kurz, wenn wir es einmal auf dem Schirm haben. Oh mein Gott. Gut, 3 graue Sterne braucht man nicht. So, gerade am Hotspot angekommen hier. Die Frisur sitzt, ne, passend. Hinter uns ist nämlich der Friseur. Und ihr seht, hier sind immer 4 Stops auf einmal. Da stehen auch abends manchmal die Autos und machen einfach die Lokmodule an. Und wenn man hier langläuft, sitzt dann immer 1000 Cellas drum, alles voll. Da könnt ihr eigentlich
gleich mal rein, könnt euch die Haare schneiden lassen, nebenbei klickern. Am Sonntag natürlich, alles illegal. Nee, ich habe jetzt leider keins mehr drauf, habe schon alles weggefangen. Aber Hibu hat schon ein paar ganz coole Stellen, würde ich mal sagen. Der Park unten wird irgendwie immer vernachlässigt, obwohl man ja vielleicht Pflanzen-Pokémon in Nestern und Parks fangen sollte. Aber wir konzentrieren uns immer auf die Stadt mit den vielen Modulen, sonst gehen die Bälle nämlich auch mal aus. Manche bleiben nämlich schwer im Ball und dann müsst ihr da 20 Teile draufknallen, bis das endlich mal gefangen ist. Wir laufen jetzt noch ein bisschen rum. Die Hälfte der Zeit ist jetzt um. 1,5 Stunden sind es immer noch. Annika auch gerade hier noch eins bekommen. Flo, 2 hat sie bekommen sogar. Flo gerade hier auch noch eins bekommen. Eben genau an der Stelle. Da ist noch mal eins aufgetaucht. Das gucken wir uns an. Nichts, aber nicht schlimm. Wir haben ja schon ein paar. Und ist ja immer noch 1,5 Stunden Zeit. Die Frisur wird immer schlimmer, aber die Musik wird immer besser, denn wir sind angelangt in der Caritas Gas. Hört ihr das? Und wir haben das nächste Shiny bekommen. Wieder mal ein Cellast mit 577. Das werden wir auch jetzt eintüten. Auf dem kleinen Account, den ich reingewechselt habe, auch schon 2 Stück bekommen jetzt. Das klappt also eigentlich sehr gut und ich spiele natürlich immer, bis ich 125 Bonbons zusammen habe, um da dann das Höchste zu entwickeln, dass die kleinen Accounts auch mal einen guten Pflanzenangreifer bekommen. Und wie gesagt, auf dem großen immer alles mitgenommen. 592 Staub ist okay, 2 wäre gut, einer schlecht. Und wir suchen weiter, ist ja immer noch 1 Stunde und 20 Minuten Zeit. Ich muss am besten noch mal zum Brunnen und mich eintunken, dass die Frisur nicht so rumfliegt. Oder wir laufen einfach so rum. Ramses, der Strubbelpeter. Kennt ihr das noch? Schreibt's mal in die Kommentare. Und kaum sind wir aus der Caritas-Gas rausgelaufen, ist ja schon das nächste da mit 217 WP. Ich sag's immer wieder, Caritas-Gas ist Gold wert. So viele Stops auf einmal, ein bisschen Schatten, gemütliche Musik. Also kommt vorbei, lauft durch die Caritas-Gas, immer einen Spaziergang wert. Jetzt schaffen wir aber fangen noch das Cellast und laufen wieder hoch auf den Markt in die pralle Sonne. Was? Jetzt haut er schon wieder ab. Tschüss! Der Deferis hat sich wieder davon geschlichen, unbemerkt, indem er Tschüss gesagt hat und dachte, man merkt's nicht. Genau. Wir laufen weiter und gucken mal, was noch so geht, denn ist ja immer noch, hier ist schon wieder Wecker an, siehst du? Immer noch. Immer Wecker. Nee, vorhin war der nicht an. Doch. Die Wecker in Hibuhausen, ne, wo die Wilden hausen. Schreibt's in die Kommentare, was auch immer. Lasst ihr auch mal euren Wecker an. So, Ramses der Dunga wieder unterwegs. Wie ihr seht, ich war kurz im Brunnen baden. Ne? Das ging gar nicht mehr mit der Frisur. Und wir sind jetzt am Strich vorbei beim Griechen hier. Das duftet wieder mal herrlich. Das nächste Shiny auch da mit 559 WP. Das werden wir auch wieder eintüten. Der Account ist auch wieder gewechselt, der kleine. Der vierte mittlerweile. Immer jede halbe Stunde wird der nächste drauf gemacht, um da die Bonbons zu farmen. Ein bisschen Staub mitzunehmen. Wie viele zweite Accounts habt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ramses ist der Rekordhalter. Ne, der Mann aus China mit seinem Fahrer, der ist ja der heftige Boss. Den kennt ja jeder. Und wir ziehen natürlich weiter. Ich muss mir auch noch überlegen, wo ich heute essen gehe. Was? Genau 800. Da, der Flo hat genau 800 Bonbons, ja. Wen will er jetzt damit beeindrucken? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Und wir ziehen weiter, überlegen uns noch was fürs Abendbrot heute. Und die Tage wird auch noch das Pizza-Essen mit dem Bob online kommen, denke ich mal. Vielleicht sogar schon gestern Abend und heute das. Also alles verwirrend, wie ihr seht. Lasst euch überraschen. Shiny und das nächste und die Sonne brennt und ich drehe gleich durch. Vorhin stand ich noch hier beim Friseur mit Haare, jetzt ohne Haare, aber mit Shiny. So müsst ihr es machen, immer auswechseln. Das tüten wir jetzt auch noch ein. 268. Jetzt ist es auch noch knapp eine Stunde, also 53 Minuten. Eigentlich haben wir genug, können es wieder Deferis machen und einfach abhauen. Aber wir wollen ja immer durchziehen. Staub gibt es ja auch noch, den nehmen wir nämlich gerne mit. 562 wieder für jedes gefangene, wettergeboostete. Und wir entfernen uns wieder in die Caritas Gas. Da geht sowieso immer das meiste. Ja, die hört man ja eh nicht. Die spiele ich dann künstlich hinterher, dann könnt ihr das euch auch anhören. So, und das nächste Shiny auf dem großen Account mit 602. Und da hinten sind Skater, dass ich sowas noch erleben darf. Richtig oldschool, Kickflip, Heelflip, 900, Tony Hawk, Grüße gehen raus. Seid ihr auch mal geskatet, dann schreibt es mal in die Kommentare.
Wir wollen das jetzt aber noch fangen. Hier, das seht ihr mal, wie es hier aussieht. Hier sitzt es also, hier ist auch das La Rustica. Da hat sich der Ispo immer gefreut, dass er da essen konnte. Seine komische Lende. Nee, was war das? Ich glaube Lende. Irgendwas hat er auf jeden Fall gegessen. Was ich richtig abartig fand, aber er isst das einfach immer alles. Ordentlich Salz drauf, dann geht alles, sagt er. Das haben wir auch eingetütet. Zieh noch mal weiter. Es sind immer noch eine Dreiviertelstunde. Und dann gucken wir mal, ob der Flo das meiste hat. Oder der Ramses das meiste hat. Oder die Annika, ne? Die sagt nämlich gar nicht alles, was sie hat. Und deswegen. Das ist richtig. Die schummelt die ganze Zeit. Tipp noch mal kurz das hier auch an. Nicht, dass man eins. Oh. Auf dem Großen? Nein, auf der Annika hier im Kleinen. Ha, auf der Annika hier im Kleinen, siehst du? Also auf der Annika hier im Kleinen auch ein Shiny. Hier drüben mit 264. Und jetzt zieh mal weiter. So, und wieder mal die Caritas Gas. Guckt euch das an, 946. Das ist jetzt aber das Höchste, was ich auf dem habe. Das werde ich wahrscheinlich dann am Ende entwickeln. Habe auch auf dem kleinen Account, Pupsi hier Account, jetzt drauf gemacht, weil die heute nicht dabei sein kann. Habe jetzt innerhalb von 10 Minuten bei ihr auch schon 3 Stück geholt. Da freut sie sich bestimmt. Jetzt fangen wir aber erstmal das hier. 946, shiny, Wetter geboostet. Hat vielleicht sogar noch gute IV. Gucken wir uns dann gleich mal an. Und das werden wir sicherlich am Ende entwickeln. Und ein 100er haben wir noch, was wir auch entwickeln werden. Vielleicht ziehen wir es auch hoch. Wissen wir noch nicht. Wir bewerten das mal kurz. Naja, gut, so gut ist es doch nicht. Angriff auf 13 oder was das sein soll. Hat aber gute WP erstmal. Darauf kommt es ja an. So, wie immer haben wir uns entschieden, die letzten 10 Minuten noch am Strich zu verbringen. Und kaum setzt man sich hierher, boom, das nächste Shiny mit 842. Wir werden jetzt in Ruhe noch ein bisschen zu Ende fangen. Dann werde ich mal kurz durchschauen und dann melde ich mich nochmal zurück mit der Ausbeute. Wie viel haben die anderen so bekommen insgesamt? Flo hat er ja schon 10. Hat er jetzt noch mehr? Wie viel habe ich? Mal ein kleiner Vergleich und dann werden wir das Höchste natürlich noch entwickeln. Und die Frage natürlich dann am Ende auch, wie viel habt ihr bekommen? Aber nicht jetzt, erst am Ende. So, damit ist der Cellast Community Day auch vorbei. Die Spawns sind wieder weg. Wir sind froh, dass es zu Ende ist. Nein, aber weiß nicht, mir tut irgendwie alles weh, gleich noch ein Blatt in die Schnauze bekommen. Wunderbar. Wir gucken jetzt mal, der Flo hat ja vorhin 10 Stück gehabt. Wie viel hast du jetzt auf dem Großen bekommen im Endeffekt? Auf dem Großen bin ich immer noch bei 10 Shinies. Immer noch bei 10. Ha, da konnte er nichts mehr toppen. Sieht aber gut aus. Guck mal, da ist noch ein Iso, ne? Dann hat er ja natürlich, er ist ja mit 3 rumgelaufen. Auf meinem kleinen 5. Auf dem kleinen 5, wunderbar. Und dann haben wir noch der Annika ihren kleinen. Der Annika ihren kleinen, ne, mit Streifen auf dem Handy. Mit auch 5 Stück. Guck mal, da ist aber nicht viel drauf, ne? Was hat der Große von der Annika? 11. 11 Stück. 11 Stück. Die hat die ganze Zeit gar nicht geschrien und räumt hier heimlich ab. 11 Stück. Wie viel habt ihr natürlich gefangen? Schreibt's mal in die Kommentare. Der Ramses, der hat ja jedes gefilmt. Wer mitgezählt hat, der weiß es schon. Der Ramses hat nämlich auch 11 Stück bekommen. Und das Beste davon hat sogar 946. Und das wollen wir jetzt entwickeln. Ihr seht, da unten ist noch der Schatten drin, weil wir haben das ja noch nicht. 1200 Bonbons haben wir auch noch übrig. Ich habe vorhin schon das Beste normale entwickelt. Jetzt entwickeln wir noch die zweite Stufe, die dritte Stufe. Holen uns die Attacke auf jeden Fall. Und dann war es das auch für heute, denke ich mal. Ich weiß immer noch nicht, was es dann zu essen gibt. Da werden wir uns noch was suchen. Boah, sieht interessant aus, aber ich fand, da gab es schon bessere Schelkereien oder wie auch immer der heißt. Und dann die letzte Stufe. Ich meine, das Design an sich ist ja cool mit dem Busch da hinten drauf und dem riesigen Baum, den er dann auf seinem Panzer trägt. Aber von der Shiny-Variante halte ich jetzt nicht so viel. Da finde ich sogar das normale noch krasser, weil das eben kräftige Farben hat. Shelterer mit 2404 und Flora-Statue natürlich. Das war es aber von meiner Seite aus. Schreibt immer rein, wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr die 3 Stunden durchgezogen? Mit wie vielen Accounts rennt ihr immer rum und spielt ihr? Der Flo after rum. Was? Alles wird gut, das heißt bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.